heute mal ein bisschen ganz anderes Stückchen von London, Camden. Und hier die Kennels. Da steht auch eine Sängerin. Und hier ist der Kennel. Hier ein traumhaft schöner Baum. Ja, mitten in der Stadt suche ich die Natur. Und überall gibt es Natur. Hier sind auch ganz viele Musikcafés. Man kann so eine Fahrt mit dem Bötchen machen. War ich gar nicht so schlecht. Und jetzt mache ich mal in die andere Richtung, dass ihr mal seht. Hier verkauft einer Ohrenschuhe. Und hier ist die Straße mit so vielen kleinen Lädchen. Camden Lock. Ich glaube, so eine Fahrt mit dem Bötchen wäre gar nicht so eine schlechte Idee, weil ich so müde bin. Hier ist natürlich super, super, super touristisch. Ist ja klar. Aus der ganzen Welt sind hier die Leute und hier sind überall die. Ja. Kommen wir gar nicht rüber. Hier kann man überall gut essen. Also sind ganz viele so kleine Lädchen, wo man essen kann. Und Musik abends. Ganz viele Musikshops. Und dann hier auch. Ja, das ist so ein richtiger cooler Londoner. Den habt ihr ja, glaube ich, gerade gesehen. Und hier geht es dann auch weiter zu den Food Courts. Hier war ich schon mal, aber da habe ich nicht so gefilmt. Hier überall Schmuck ohne Ende. Thank you. Überall darf man hier probieren. Ah, hier auch Sushi, Thai Curry, Pad Thai. Mix und Match, also das sieht sehr lecker aus und ich kriege auch langsam Hunger. Ich glaube, hier werde ich mir gleich was zu essen holen. Die sind besser als die anderen da drinnen. Ah, hier geht es weiter. Hier bin ich schon gewesen. Wie gesagt, hier Eis, Süßigkeiten, Japanese Desserts. Nicht so mein Ding. Aber hier ist auch das, wo man hinkommt zu Little Venice. Was so Little Venice heißt. Und da gibt es ein Bötchen. Da kann man sehr lecker so Käsebrote essen. Aber so ganz spezielle Sorte Käsebrote. So. Hello. Oh, thank you, thank you. Thank you. Ja, auch nett hier.